Im Rahmen der jüdischen Gedenktage in Güstrow war ein jüdischer Zeitzeuge der Pogromnacht zu Gast in Güstrow. Im Stadtvertretersaal des Rathauses gab es einen Einblick in das Leben von Max Schwab. Er ist der einzig noch lebende jüdische Hallenser, der die Pogromnacht am 9. November 1938 miterlebt hat. Professor Max Schwab ist 89 Jahre alt. Er wurde von seiner Frau Jutta und seinem Sohn Tobias begleitet. Sie helfen ihrem Mann bzw. Vater bei der Kommunikation, da ihm sein Alter zu schaffen macht. Eigentlich war der Zeitzeugenbericht schon für letztes Jahr geplant, aber die Corona-Pandemie ließ das nicht zu. Arnold Fuchs vom Kunst- und Altertumsverein gab einen kurzen Überblick über das Leben von Max Schwab und dessen Vater Julius. Die Familie Schwab, bestehend aus dem Vater Julius, der Mutter Margarete und den Zwillingen Max und Günther, lebte in den 1930er Jahren in Halle. Der jüdische Kaufmann betrieb einen erfolgreichen Viehhandel und die Familie wohnte in einem komfortablen Haus am Bahnhof der Stadt. Alles änderte sich mit der Pogromnacht am 9. November 1938. Julius Schwab wurde verhaftet und ins Konzentrationslager Buchenwald gebracht. Max und Günther, die im Frühjahr des Jahres erst eingeschult wurden, durften nicht mehr die Schule besuchen. Zu Weihnachten durfte Julius mit einem holländischen Visum die Familie noch einmal besuchen, musste dann aber Deutschland verlassen. Margarete blieb mit den Kindern in Halle wohnen. Als die Söhne auf die Deportationsliste kamen, mussten sich Julius und Margarete scheiden lassen. Damit entgingen die Kinder dem Tod in einem KZ. Julius wurde dann in Holland inhaftiert und nach Auschwitz deportiert. Der Zug fuhr durch den Hallenser Bahnhof und es war ihm noch möglich, seine Frau von einem Bahnangestellten grüßen zu lassen. Das war das letzte Lebenszeichen von ihm. Gleich nach der Ankunft in Auschwitz endete sein Leben in der Gaskammer. Margarete Schwab blieb mit ihren Söhnen trotz allem in Deutschland. So erlebte Max Schwab drei verschiedene Staatssysteme. Seinen jüdischen Glauben konnte er aber erst nach der Wende ausleben und zeigen. Denn auch in der DDR wurden Menschen jüdischen Glaubens von der Staatssicherheit als Verdächtige beobachtet. Max Schwab war es immer wichtig, die Stimme seines Vaters zu sein. Nun ist Tobias die Stimme seines Vaters, damit die Erinnerung an die schreckliche Zeit lebendig bleibt und sich die Geschichte nicht wiederholt.